Dann müssen wir sofort einen Screenshot von machen. Ich bin froh, das zu hören. Wir würden es toll finden, wenn du uns begleitest. Nee, warum kriegt sie eigentlich eine formale Einladung, wo ich eigentlich nur ein spitzes Schwert an die Kehle gedrückt bekam? Lawrence' Miene änderte sich, als der Mann plötzlich mit einem komischen Blick auf sein Gesicht auf sie zutrat. Naja, ich bin ein Magier und ich habe wirklich umwerfende Skills. Guck mal. Er brachte Feuerwerk aus seiner Hand hervor. Hör auf mit dem Scheiß! Tut mir leid. Du bist so aufdringlich! Lauren drehte sich zu Saren um und fragte ihre nächste Frage. Was glaubst du, sollten wir tun? Romance! Okay. Na, also, solange er nicht versucht, dich zu verführen, sehe ich eigentlich kein Problem darin, ihn um uns zu haben. Weil, du weißt ja, Elfen sind mitunter die schwulsten Wesen auf diesem Planeten. Sie schneuzte. Ein Mann! Mich? 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 Quatsch! Ja, also, ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre, dich zu verführen. Lauren guckte Saren an, aber sagte nichts. Ratsching! Romance! Die alte machen wir noch klar, würde ich sagen. Sie drehte sich um zu Draco. Ihr Ausdruck war immer noch so passiv wie immer und wenn sie mit Männern sich quasi beschäftigte. Naja, du kannst unserer Gruppe beitreten, wenn du so scharf drauf bist. Ja, Sterne und Monde, meine Wünsche wurden erfüllt. Wir haben einen neuen Party-Member, Draco. Beruhig dich. Chill, Junge. Ja, zu Befehl, ihre allmächtige Amazonenprinzessin Ninnenheit. Lauren und Saren at Exasperation. Auf jeden Fall haben die beiden gesagt, oh, was für ein Depp. Die jetzt neu expandierende Gruppe hat jetzt mittlerweile doch dann drei Räume gebraucht. Von dem etwas kränklichen Besitzer. Draco und Dora nahmen sich ihren eigenen Raum, während Lauren und Saren einen Raum teilten. Hallöchen. Die beiden hatten sich gerade hatten es sich gerade gemütlich gemacht, als Lauren plötzlich anfing, ihre leichte Rüstung abzulegen. Sie stoppte, bevor sie ihr Top entfernte, als sie merkte, dass Saren, der Spanner, sie beobachtete. Saren konnte sich nicht helfen und musste auf die Schönheit der majestätischen Prinzessin starren. Sie sah so perfekt aus in mannigfaltiger Weise. Ihr Körper war stark, aber ihr Körper war stark, aber währenddessen auch stets elegant und alles an ihr strahlte Selbstbewusstsein und man musste sich einfach in sie verlieben. Er dachte ganz entfernt an irgendwelche Lover, die diese Frau wohl zu glücklichen Männern machen würde, selbst wenn sie sie nicht lieben würde. Sie war mehr als nur physisch stark. Es war keine Frage, dass sie auch mental sehr stark war. Für eine Person mit einem sehr starken Herz, der die royale Krone eintauschen gegen einen Geliebten. Also sie hat ja die Krone eingetauscht, um nach ihrer Mutter zu suchen. Er erinnerte sich, wie sie mal sagte, dass ein Mann sie nicht quasi um den Finger wickeln oder romantisch einwickeln könnte. Und als er das quasi was?
When he challenged that, she said nothing? Okay. War etwa Raum in ihrem Herz für jemand anderen als einer Frau? Für einen Sklaven? Dreh dich sofort um! Augen weg von meinen Hupen! Sie guckte ihn verärgert an und drehte sich sofort weg. Oh, das tut mir sehr leid, Ihre Hoheit. Ich möchte dir das nicht nochmal erzählen müssen. Also zumindest solltest du dich daran gewöhnen, wenn wir in demselben Raum sind, mir nicht so auf die Hupen zu glotzen, du Penner. Oh, natürlich. Verstanden, Eure Hoheit. Ich weiß, Diskretion ist schwer für einen Mann wie dich, aber ich werde dich umbringen, wenn du irgendwas hierüber erzählst. Na, oh, aber ich bin doch dafür abgestellt, sie zu beschützen. Ich kann sehr gut für mich allein sorgen. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont und der Raum wurde komplett schwarz, als die Nacht kam. Wäre die Konversation besser gelaufen, wäre dies der Moment gewesen, wenn Saren realisiert hätte, wie speziell Lauren ist. Sie war hübsch. Tödlich, was Kämpfe angeht. Und später in dieser Geschichte, die einzige wohl schwerste Wahl, die man treffen würde. Okay. Hätten wir die Olle jetzt schon knattern können oder war das hier los? Okay, jetzt kommt gleich die Action und ich würde am liebsten hier eine Aufnahmepause machen, weil ich schon seit 1 Stunde 40 aufnehme und meine Stimme so langsam versagt. Ich werde so langsam echt krächzig. Aber jetzt kommt ein Kampf. Saren wachte auf, als er verdächtige Geräusche hörte und sah, dass Lauren schon längst wach war. Sie beeilte sich, ihre Rüstung anzuziehen. Mach dich bereit zu kämpfen! Was? Jetzt? Während er überrascht klang, hatte er trotzdem sich bereit gemacht für einen Konflikt. Wir haben Probleme, die hier sich quasi am Aufbrauen sind. Es ist vielleicht ein Attentat. Du solltest eigentlich vor mir schon wach sein, wenn du mir irgendwelchen Respekt erweisen willst. Huch. Und bevor wir überhaupt eine Chance hatten, darauf zu antworten, zersprang das Glasfenster und mehrere zwielichtige Gestalten kamen herein und türmten sich quasi auf vor uns. Verpiss dich, du Spasti! Tja. Leider antworteten die nicht und griffen direkt nach ihren Waffen und griffen sofort an. Sagt, wer ihr seid! Tja, auch wenn sie es sehr, sehr maskulin und böse und alphamäßig ausdrückte, die haben nicht geantwortet. Lauren zog ihre Schwerter, ohne zu warten, und lief auf die ersten der bösen Angreifer zu. Sei vorsichtig, nach diesem Kampf wird die Party nicht genügend Zeit haben, um automatisch zu heilen. Also sollte ich den nächsten Kampf nur in einer Condition starten. Also wird der nächste Kampf im selben Zustand starten wie dieser Kampf. Es ist also empfohlen, dass ich jetzt mein Spiel speichere. Ich sollte mein Party-Setup reviewen, bevor ich weiter fortsetze, sozusagen. Klicke mal auf Speichern. Empty Slot. Zack. Return. So, das heißt, wir haben nur zwei. Das heißt, was anderes können wir ja jetzt nicht machen. Schade, dass wir den Feuertypen nicht haben. So, mal sehen. Fernangriff. Schwerthiebe. Au. Daneben. Friss auch nochmal einen in die Fresse. So, zack. Ah, daneben. Haha. Schwerthieb in die Fresse! Bogenangriff! Au! Du kriegst auch nochmal einen Schwerthieb in die Fresse. Zack, pam! So. Und Schwert in die Fresse! Schwert in die Fresse!
Und er hier, zack, einmal. Zack. Und ein erledigt. Das heißt, die Dame haut dem nochmal in die Fresse. Dann ist der auch weg. Und der kriegt auch nochmal ein Schwert ab. Zack. Wir haben gewonnen. Und wir haben noch eine Menge Heal Health übrig. Weil wir ja im Endeffekt... Oh, Loot. Standard Longsword, Longsword, Longsword. Oder Sword. Das heißt, wir können aufleveln mit ihm. Machen wir mal... Bei Wille brauchen wir jetzt nicht einen Punkt. Machen wir mal Strength. Ein Punkt. Zack. Und finished. Nachdem die erste Welle vernichtet wurde, kamen Draco und Dora in den Raum gestürmt. Prinzess Lauren! Saren! Was ist das für ein Tumult hier? Wir hörten Geräusche und kamen so schnell wie konnten. Ja, du bist ein bisschen spät, würde ich sagen. Aber es war nicht genügend Zeit, um die Konversation fortzusetzen. Eine neue Gruppe von Gegnern fing an, sich zu materialisieren, bevor uns. Ihre Formen schienen sich zu manifestieren, Sie schienen sich vor uns zu manifestieren. Tja, Saren schien sehr klug zu sein und bemerkte, dass hier Magie, beziehungsweise böse Magie im Spiel zu sein schien. Ich meine, die wurden hier... Hossa, mega Special Effects. Die wurden vor uns teleportiert. Tja, das waren ein paar Goblins und ein großer Overlord. Richtig, grob. Wie jetzt, der Goblin-Schamane, der dich gefangen genommen hat? Ja, sei sehr vorsichtig. Seine Magie ist sehr kräftig und stark. Der ist nicht mal groß wie ein Baum, der Typ. Was? Magie! Wir können ein paar von den grünen Typen können wir auch locker allein fertig machen. Dora zog einen kurzen Bogen und einen Pfeil hervor. Da hast du recht. Bossfight Grob. Alter, jetzt noch ein Bossfight. Party Setup, genau. Das heißt, Draco packen wir mal hinten und die Kleine packen wir mal in die Frontrow. Zack. So, dann gucken wir mal. Die Kleine ist zuerst dran. Was kann die denn? Mit dem Bogen? Ah, die hätte ich wahrscheinlich nach hinten packen sollen. Der kann jetzt auch hier Bogen. Zack. So, jetzt ist die dran. Ah, die kommt nicht an den ran, weil da noch Leute davor stehen. Kann der? Zack. Ja, der kann das. Zack, pam, pam, pam. Ranged Attack. Nein, Miss. Was? Der wird geheilt? Ah, dem wird Schild spendiert. Das kann er wohl nicht angehen. Pam. Zack, einen hätten wir schon mal erledigt. Oh nein, sie sind vereist. Zack, einmal ein Schwert drauf. Noch einer weg. Feuerball. Jetzt sind die zur ersten Reihe quasi mutiert. Das heißt, sie kann mit dem Bogen da einmal drauf zimmern auf den. Er haut ihn mit dem Schwert um. Was war das denn jetzt? Position Switch? Pam, in eine Fresse. Dämlicher Penner. Hier, zack, noch einmal mit dem Schwert. Kann er wohl nicht angehen. Schwerthieb. So, jetzt bleibt nur noch der übrig. Pam, den hauen wir damit einmal weg. Und wir haben gewonnen. Tada! You won! Das heißt, Draco und Zwergenmädel können aufleveln. Den machen wir mal. Ja, ein bisschen Strength. Und, wir haben einen Skillpoint. Mal sehen. Maximum Spellpoints. Cell Skillpoints. Cures one ailment. To prevent an overdrive. Was haben wir hier? Feuer können wir erhöhen. Water Damage, Air Damage, Earth Damage und Transform Target into a Half Uncorporeal Being Increasing the Defense by 50% and Speed up by 10. Ich will lieber was auf Angriff machen. Hier nehmen wir Earth Damage. Ja, zack, hier, zack, so ein bisschen Erde. So, und dann können wir das Mädel auch noch hochleveln. Ja, sexy.
Gut, mal sehen. Strength. Bisschen Will können wir noch erhöhen. Ja, gut. Mal sehen, was haben wir denn hier noch? Increase the character's defense value by 30%. Staggered können wir dann Hits, was haben wir hier noch? Okay. Ah, das sind wieder diese Stealth-Dinger. Das heißt, sie müssten wir eigentlich in die zweite Reihe packen. Was machen wir denn hier? Na gut, erhöhen wir das Defense-Ding bei ihr. So, dann sind wir damit fertig. 110 Gold. Vest of Mirrors und Staff of Storms kriegen wir als Blut.